Moin, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind die Turmöwen. Hier ist der offizielle SHFV-Podcast über den Fußball in Schleswig-Holstein. Und heute haben wir wieder ein fantastisches Thema. Nach einigen Insta-Lives ja aus der Flens-Oberliga mit den Herren der Schöpfung geht es heute mal um die weibliche Seite, geht um den TSV Siems, um den Oberligameister und die Kapitänin Tara. Ist mir gleich zugeschaltet. Wollen wir mal ein bisschen über die sehr, sehr starke letzte Spielzeit, die dann ja leider abgebrochen worden ist, sprechen. Präsentiert von unserem Partner clubstream.de, dein digitales Vereinsmarketing, kann ich euch nur ans Herz legen. Wie ein digitales schwarzes Brett im Grunde für das Vereinsheim. Das präsentiert hier diesen Podcast. Podcast im Sinne von, dieses Interview wird im Anschluss zu YouTube hochgeladen und auch zu Spotify, Apple Podcasts und Anchor FM. Da gibt es den Turmöwen Podcast. So, und jetzt gehen wir rein. Ich hole Tara mal dazu. Hallo. Hi. Super, das klappt. Kannst du mich hören und sehen? Ja. Die Verbindung steht fantastisch, dass das klappt. Wie geht es dir? Danke, gut. Selbst? Ja, alles in bester Ordnung. Man kann nicht klar, der Ball könnte wieder rollen, finde ich. Wie sieht das bei euch aus? Das stimmt. Ja, wir sind jetzt natürlich ein bisschen am Trainieren gewesen, unter den ganzen Voraussetzungen natürlich. Aber es tat gut, überhaupt mal wieder einen Ball am Fuß zu haben. Ja, aber auch noch, also zu 10 darf man ja wieder. Genau. 5 gegen 5 eine Hälfte und 5 gegen 5 auf der anderen Hälfte. Ja. Aber besser als gar nichts. Ja, das stimmt. Seit wann seid ihr wieder am Start? Jetzt müssten es 2-3 Wochen oder so. Jetzt haben wir erstmal wieder Pause. Jetzt haben wir 3 Wochen Pause und dann fängt die Vorbereitung an. Ja, mal schauen, wann das alles wieder startet. Wir wollen das heute aber mal nutzen, um ein bisschen zurückzublicken. Und ja, vielleicht können wir ja trotzdem schon vorausschauen, was bei euch so alles passiert. Tara Tanita Brozi, ist das richtig ausgesprochen? Ja, aber den zweiten Namen kannst du gerne weglassen. Wie nenne ich deine Mitspielerinnen? Tara reicht. Ja. Damit bin ich ganz zufrieden. Magst du dich für alle, die sich jetzt dazuschalten, ganz kurz vorstellen? Seit wann bist du beim TSV Siems? Welche Position spielst du? Genau, also ich bin jetzt es war jetzt meine zweite Saison beim TSV Siems. Seit 2018 bin ich beim TSV Siems in den Damen. Ja, ganz früh habe ich mal auf der 10 gespielt. Ich rutsche irgendwie immer weiter nach hinten. Jetzt bin ich auf der 8 gelandet, manchmal auf der 6. Also irgendwo im Mittelfeld findet man mich immer. Also so ein bisschen das Bindeglied zwischen Offensive und der Abwehrarbeit sozusagen. Genau. Gefällt dir das gut, die Position? Ja, sehr. Also man kann halt viel am Spiel teilnehmen. Man kann viel positiv einwirken. Ist auf jeden Fall genau mein Ding. Ist ja so ein bisschen auch, du musst ja den Kopf eigentlich die ganze Zeit oben haben und die Augen auch überall, oder? Weil du musst ja eigentlich wissen, was hinter dir los ist, wer rechts und links von dir steht, so Regisseur. Ja, das stimmt. Aber ich bin halt eher so die lieber einen Pass zum Tor spielt, anstatt selbst das Tor zu schießen oder so. Und deswegen bin ich da in der Mitte ganz gut aufgehoben. Aber du weißt auch, wo das Tor steht. Also Fußball.de sagt mir, 9 Tore hast du erzielt letztes Jahr. Ja, das stimmt. Manchmal. Mit der Ausbeute zufrieden? Ja. Also wie gesagt, mir kommt es nicht darauf an, dass ich das Tor schieße oder so. Wie gesagt, ich freue mich über einen schönen Pass viel mehr, als dass ich sage, ich habe das Tor letztendlich gemacht. Also klar, wenn man das Tor trifft, freut man sich, keine Frage. Aber wer das Tor letztendlich schießt, ist mir relativ egal. War ja meistens, muss ich nochmal nachschauen, wie viele das sind, Madeline Gisela mit 29 Buden. Das ist ja fast so viel wie andere als Mannschaft manchmal. Als Mannschaft, Wahnsinn. Ja, definitiv. Die hat auf jeden Fall den richtigen Riecher. Ja, Wahnsinn. Also offensiv, nicht nur offensiv lief es bei euch. Es war ja eine fantastische Spielzeit. 14 Spiele, 14 Siege. Mhm. War das vor der Saison absehbar, dass ihr das Ding so rockt? Also was war die Zielgabe? Nein, definitiv nicht. Also ich glaube, das haben wir so nie uns vorhergesehen. Sind natürlich stolz drauf, keine Frage. Das Ziel war schon natürlich oben mitzuspielen, oben anzugreifen. Dass das jetzt so eine sensationelle Siegesserie und Saison wird, hat sich, glaube ich, keiner träumen lassen. Aber umso stolzer sind wir natürlich drauf, dass das so funktioniert hat. Hat sich ja auch eigentlich nicht angedeutet, dass das nochmal
sich hätte ändern können, oder? Wenn jetzt die Saison nicht abgebrochen worden wäre, war irgendwann das Ja, Ziel. also es gab natürlich schon Spiele, wo man sagt, da, ja, dann hat man natürlich auch mal das Glück auf seiner Seite, muss man natürlich auch sagen, ne? Also wenn ich mich jetzt an Kia Kiel zurückerinnere, so wo wir kurz vor Ende dann erst das Siegtor geschossen haben oder so, also gab natürlich schon Spiele, die jetzt nicht klar waren für uns, also aber ja, wie es weitergegangen wäre, weiß man natürlich nicht. Wir hätten es natürlich gerne weiter fortgeführt, die Serie, aber ja, hat nicht sollen sein. Weckt das nicht irgendwann auch so in so einer Mannschaft den Ehrgeiz? Das haben wir 12 Spiele, 13 Spiele, 14. Sieg. Jetzt bringen wir das auch zu null zu Ende. Klar, definitiv, definitiv. Also ich glaube, jede Mannschaft will gewinnen. Das ist ja immer das Ziel, dass man auf den Platz geht. Aber nach so einer Serie will man natürlich ja immer weiter, auf jeden Fall, definitiv. Wie würdest du die Art und Weise beschreiben, wie ihr Fußball spielt? Also wir haben ja Anfang der Saison relativ viele neue dazu bekommen. Da war unser Hauptziel oder unsere Vorgabe vom Trainerteam auf jeden Fall erstmal, dass man überhaupt erstmal eine Mannschaft wird. Das haben wir relativ schnell, relativ gut umgesetzt. Und dann haben wir hauptsächlich wirklich Kondition und Balltraining gemacht, dass wir darüber dann auch im Spiel auch wirklich 90 Minuten den Druck standhalten können und den Druck auch ja, einfach gehen können und hochhalten können. Ist es eher ja, Überfallfußball oder versucht ihr die ganze Zeit Ballbesitz zu halten und dann ganz gemächlich nach vorne zu spielen mit der Nee, Erwartung? das nicht. Also wir sind schon eher eine Mannschaft, die gerne presst, dass wir gerne das Kommando angeben. Das schon, das liegt uns mehr auf jeden Fall. So Ballbesitz sind wir, ja, das müssen wir auf jeden Fall noch trainieren. Da sind wir manchmal noch zu hippelig, dass man sagt, okay, geht nur in eine Richtung nur, sondern dass man auch mal sagt, komm, mach mal ruhig, holt mal Luft, atme mal 5 Minuten durch und dann, das ist noch so unsere kleine ausbaufähige Schwäche auf jeden Fall. Ich habe mir hier zwei Fragen aufgeschrieben und die eine nur so in Klammern gesetzt. Also gab es tatsächlich etwas, was in so einer Saison nicht ganz so gut ist, wo ihr Luft nach oben hättet? Also ist es genau das? Ja, das auf jeden Fall. Also ja, teilweise manchmal auch die Torausbeute, muss man sagen. Klingt jetzt natürlich relativ hoch, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, kleine individuelle Fehler einfach abstellen von unserer Seite aus, was dann häufig auch zum Gegentor geführt hat, was uns teilweise in anderen Ligen oder gegen andere Gegner oder so auch den Kopf ja dann brechen kann, ne? Das auf jeden Fall und diese Ruhe einfach da nochmal zu haben, zu sagen, okay, wir atmen jetzt mal durch, wir machen das Spiel jetzt mal ruhig, wir führen, das sind auf jeden Fall Themen, wo wir noch dran arbeiten können. Was würdest du sagen, was war euer größtes Highlight? Das beste Spiel, der coolste Gewinn? Ja, das größte Highlight muss ich wirklich sagen für uns, auch wenn wir es nicht gewonnen haben, Pokalspiel gegen Holstein Kiel, muss ich sagen, das war für uns alle schon ein Highlight, auch wenn wir es leider halt nicht gewinnen konnten. Aber ja, Kampfspiel Frisia Lindholm erinnere ich mich noch zurück. Ich habe leider nicht zugucken können, aber das war so ein Emotionsspiel einfach. Also da irgendwie, da gingen alle Emotionen. Das war Kampf, das war Leidenschaft, das war pur. Also das war wirklich ein Sieg, wo du aus das, ja, der Gänsehaut pur. Also das muss ich schon wirklich sagen. Eigentlich konntet ihr denn auf euren Meistertitel schon anstoßen oder zumindest virtuell oder so? Habt ihr das getan? Nee, leider noch nicht wirklich. Also jetzt gestern natürlich nach dem letzten Training hat man mal ein Bierchen zusammen getrunken oder so. Wir sind jetzt in der Planung, dass wir noch mal eine kleine interne Meisterschaftsfeier machen können unter den Umständen natürlich, aber dass man das wenigstens überhaupt ein bisschen feiern kann. Also so ganz ohne wollen wir es natürlich nicht belassen, keine Frage. Hier kommen schon die ersten Kommentare, also natürlich auch die Aufforderung an euch, wenn ihr Fragen habt an Tara, dann haut sie da rein. Und dann besprechen wir die natürlich auch. Was ich dann gerne nochmal wissen möchte, klar, ihr seid Erster, ihr seid auch Oberligameister ernannt worden, aber ihr geht nicht rauf in die Regionalliga. Wann habt ihr Nee. das als Mannschaft erfahren? Ja, das wurde relativ offen kommuniziert von unserem Trainerteam. Also die haben uns da als Mannschaft immer viel dran teilhaben lassen,
haben uns natürlich auch vorab gefragt, wollt ihr nicht, weil es natürlich auch ein zeitlicher Mehraufwand ist, Regionalliga oder Oberliga. Und das, wie gesagt, da waren wir relativ als Mannschaft im Thema drin, das muss ich schon sagen. Also da wussten wir ja Bescheid. Hat jetzt leider noch durch die Statuten nicht geklappt diese Saison. Jetzt durch die mit Viktoria, die JHV, ist es die Statuten gegeben, können wir es theoretisch schaffen. Jetzt müssen wir es natürlich spielerisch nochmal beweisen und zeigen können, dass wir das nochmal können. Das heißt, ihr wärt aber bereit, als Mannschaft auch dann irgendwann den Gang hochzugehen. Klar. Also ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern für viele Spielerinnen. Du spielst, um zu gewinnen und dann willst du dich damit halt auch belohnen und zu sagen, dann gehörst du da halt auch hin und hast es dir dann auch verdient, eine Liga höher zu spielen. Also du hast es gerade schon angesprochen, ihr macht so ein bisschen das Fundament gerade. Ihr habt euch mit Viktoria 08 zusammengetan zum Genau. JFV Hanse, ne? So heißt es Genau. offiziell, ja, genau. Im Jugendbereich. Ja. Magst du uns da nochmal ganz kurz mitnehmen, so ein bisschen da die Hintergründe auch erläutern? Genau, also es ist ja leider wirklich zu sehen, gerade so im Lübecker Raum, dass so Mädchenfußball, Frauenfußball doch immer mehr zurückgeht. Und wir wollten einfach durch die JFV die Mädchen eine Chance geben, ja, die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen, sich weiterzuentwickeln. Viktoria arbeitet oder bietet eine sensationelle Mädchenarbeit. Und da haben wir uns dann zusammengeschlossen, dass wir sagen, wir geben den Mädchen auch eine Zukunft, können auch sagen, ihr könnt euch da beweisen und habt dann auch gleichzeitig natürlich dann die Möglichkeit, in der Frauenmannschaft dann weiter Fußball spielen zu können. Und für uns natürlich Win-Win-Situation sind natürlich dann die Gegebenheiten für die Regionalliga dadurch, ne? Ja, woran kann das liegen? Das ist ja in vielen Sportarten auch so, dass immer weniger Ja. Nachwuchs auch kommt. Ja, definitiv. Ja, es ist echt schwierig, ne? Also es sieht man ja auch schon allein, dass viele Spielgemeinschaften, dass gerade im Frauenfußballbereich auch viele wenig eigenständige Vereine es ja überhaupt noch gibt, weil die gar keine Mannschaft mehr dann alleine vollkriegen oder so, ne? Wie war das bei dir? Wann hast du mit Fußball angefangen und wo? Ich habe ganz, ganz früh schon angefangen mit fünf. Ich habe damals auch bei den Jungs angefangen, weil ja die Jungsmannschaften halt schon fußballerisch besser ausgebildet sind oder gefördert werden, auch als die Mädchen. Und dann habe ich damals beim TSV Glinde in Stormarn angefangen, bei den Jungs Fußball zu spielen. Da, genau, bis zu einem gewissen Bereich gibt es gemischte Mannschaften, ne? Bis Genau, genau. Bitte? zur E-Jugend, bis zur D-Jugend. Ich weiß gar nicht, wie weit das hochgeht. Oh, das weiß ich jetzt auch gar nicht genau. Ja, gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, bis ich nicht mehr durfte sozusagen. Und dann bin ich auch in die Frauenmannschaft dann gewechselt. Habe ich mir aufgeschrieben, dann bist du zum HSV noch gegangen. Genau. Und hast eine Zeit lang, dann gab es ein paar Stationen und bevor du nach Siems gegangen bist, warst du im Kieler Raum unterwegs. Genau, beim Schönberger, TSV Schönberg. Genau. War das auch noch Oberliga? Ja, das war noch die eine Saison, habe ich da gespielt, Oberliga, dann sind wir leider abgestiegen. Und ja, war für mich halt ein enormer Zeitaufwand, enormer Fahrtaufwand. Und da ist Lübeck für mich persönlich dann doch einfacher und schneller die Verbindung als Richtung Kiel. CD 9612 möchte wissen, wer war die stärkste Gegenspielerin, auf die du bisher getroffen bist? Die stärkste Gegenspielerin. Ich weiß noch, letzte Saison Spiel gegen Klausdorf in Klausdorf. Die Nummer 10 von Klausdorf, wie sie heißt, weiß ich leider nicht. Die hat mir das Leben echt schwer gemacht. Also das war wirklich ein ja, offener Schlagaustausch, sage ich jetzt mal, wo man sagt, sie läuft mir hinterher, ich laufe ihr hinterher. Also das war wirklich konditionell, körperlich und fußballerisch ja, ein sehr hohes, sehr gutes Niveau. Und das ist jetzt so an die ich als erstes jetzt denke, das war eine sehr, sehr gute Gegenspielerin. Ich nehme das mal mit und werde das hier recherchieren. Vielleicht kriege ich auch vom Live. Ja, mach das mal. Nummer 10. Und da noch die Frage, ist wahrscheinlich auch darauf bezogen, ob du Lübeckerin oder Kielerin
Du verstehst die Frage von CD 9612. Gar nichts von beiden. Also ich komme aus Holstein, aus dem Oldenburg in Holstein, den Raum, und pendel dann immer nach Lübeck. Okay, das heißt, weder fußballerisch Sympathisantin mit Kiel oder mit Lübeck? Nee, noch ein Stück weiter, eher Richtung Hamburg, St. Pauli. Wie passt das dann zusammen, wenn du St. Pauli kanntest und für den HSV gespielt hast? Ja, da sind wir wieder beim Thema ja, Förderung Frauenfußball, Mädchenfußballbereich. Da war Pauli damals einfach noch nicht so gut aufgestellt, wie sie es jetzt auch sind. Und muss dann natürlich auch sagen, kannte dann auch ein paar Mädels schon vom HSV, vom Stützpunkt damals. Und ja, bot sich dann einfach an. Und wenn man da dann schon welche kennt, dann geht man natürlich eher dahin, anstatt woanders dann. Konnte dann sein Pauli-Herz also so ein bisschen ausblenden. Ja, ich konnte es verkraften. Wäre das nochmal ein Traum für dich, dass du sagst, so in ein paar Jahren vielleicht einmal auf dem Kiez aufzulaufen? Was ein Traum wirklich wäre, mit Siems wirklich da nochmal irgendwie zu spielen, gegen die zu spielen, das auf jeden Fall, da jetzt nochmal direkt zu spielen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber so als Gegner die nochmal, überhaupt mal gegen die zu spielen, das wäre schon, ja, das wäre schon nochmal ein Traum und eine Sensation für einen. Habt ihr nicht bald auch, ich meine vorhin das kurz am Rande irgendwo gelesen zu haben, ein Freundschaftsspiel im Juli, Ende Juli gegen Dann St. Pauli? weißt du vielleicht schon mehr als ich. Da, fußball.de sagt es. Ich weiß Ja? ja nicht, wie groß geupdatet das ist oder ob das jetzt ganz neu ist. 26.07.2020, 13 Uhr, FC St. Pauli Guck Frauen mal. gegen TSV Siems. Da, Guck ja, mal. Träume gehen So in schnell Erfüllung. gehen Träume in Erfüllung. Ja, bin ich gespannt, Ja, wenn das cool. da dann alles schon geht und so weiter. Wäre das Ja, natürlich. wollen wir es hoffen, ne? Ja. Aber das ist schon ein gutes Stichwort, denn ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf das, was kommt, vorausschauen. Bleibt ihr als Team so zusammen? Ja, zum Glück ja. Also wir haben uns jetzt allgemein Frauen finden ist leider auch super schwierig hier im Lübecker Raum. Wir haben jetzt noch einen Zuwachs mit Lotta bekommen. Die kommt von den B-Mädels Stockelsdorf. Da haben wir uns jetzt nochmal verstärkt mit. Aber im Großen und Ganzen bleibt die Mannschaft so zusammen. Ja. Wenn ich also sagen würde, Siems diese Saison ungeschlagen, geht als Top-Favorit in die kommende Oberliga-Saison, würdest du das unterschreiben? Ohne hochnäsig zu klingen, aber ja. Nö, muss Also, ja wie nicht. gesagt, ob Gesundes man. Selbstbewusstsein können wir es nennen. Ja, okay, dann schimpfen wir das so. Ja, kann man wirklich schon so sagen. Also, wie gesagt, wir haben uns letztes Jahr schon sehr verstärkt mit Spielerinnen. Und wir sind als Mannschaft sehr, sehr gut, wie gesagt, zusammengewachsen, sind gefestigt. Und haben ein super Team drumherum, mit Physiotherapeut, mit Betreuer, Torwarttrainer etc., dass wir da wirklich in der Breite auch sehr gut aufgestellt sind, sodass dem eigentlich nichts im Wege stehen dürfte. Ich meine, ist ja noch nicht so viel bekannt, wir wissen nicht mal, wann die Saison startet, aber wer könnten so die härtesten Konkurrenten sein? Härtesten Konkurrenten. Also José hat uns das Leben damals, als wir in José gespielt haben, sehr schwer gemacht. Meiner Meinung nach standen sie auch verdient da oben. Lindholm war immer ein schwerer Gegner für uns, weil das ein Kampfgegner einfach ist. Wären so die beiden, die mir jetzt so ad hoc einfallen würden. Sportfotograf Felix Schliekes. Schliekes schreibt Tara, du Maschine. Und die Maschine ist ja Kapitänin von Siems. Seit wann bist du dann Kapitänin? Seit jetzt letzter Saison, also diese Saison jetzt Kapitänin gewesen. Wie hat dir das Amt gefallen oder wie gefällt es dir?
Doch im Großen und Ganzen, die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht, muss ich auch dazu sagen. Also ich hatte auch einen guten Mannschaftsrat drumherum, zweite, dritte Kapitänin, dass man da sich auch immer gut absprechen konnte. Also man war jetzt nicht irgendwie auf sich allein gestellt, wo man sagt, so, du bist Kapitänin, du machst das schon, sondern man hatte da echt immer einen Rückraum. Und deswegen hat es mir super viel Spaß gebracht. Ich habe es immer super gerne gemacht. Aber wie gesagt, es war jetzt nie auf dem Feld, dass man sagt, okay, das ist jetzt die Kapitänin, die anderen haben genauso was zu sagen oder so. Also. Aber du bist auf jeden Fall diejenige, die mit der Binde aufläuft und dann Seitenwahl etc. Genau, das darf ich entscheiden. Ist das eigentlich relativ wichtig? Mir als Fan, klar, man guckt immer, von welcher Seite man so spielt, aber jetzt mal ganz blöd dahergefragt, ist es nicht eigentlich völlig wurscht, ob man die Seitenwahl Ja, gewinnt oder nicht? das sagen viele, aber wir haben auch so unsere Ritualien, zum Beispiel beim Heimspiel, dass wir gern immer bei der einen Seite beginnen, und dann zweite Halbzeit einfach auf ja, unser Publikum spielen, auf unser Sportlerheim. Das ist irgendwie so bei uns eingegliedert und das ist schon immer schön, wenn es dann klappt. Das ist so ein kleiner positiver Nebeneffekt einfach noch. Ja, okay. Ja, so rum ergibt es Sinn. Ja, verstehe ich. Okay, auch fürs gute Gefühl nochmal sozusagen, ne? Genau, die Psyche einfach macht dann nochmal so ein bisschen, ja, beruhigt einen irgendwie dann. Bei den Tormöwen ist es so, also man kennt ja Möwen, die kreischen ja rund um die Uhr, wenn man jetzt im Hafen oder so oder am Wasser ist. Jetzt ist die Frage, was kreischen sie denn? Wir versuchen hier jetzt als in diesem Ornithologen-Podcast herauszufinden, was die Turmmöwen eigentlich kreischen. Und das Tormöwengekreische, so heißt es, bedeutet, es gibt jetzt viele Fragen, viele kurze Fragen und viele kurze Antworten sozusagen. Und die erste Frage ist, hattest du fußballerisch gesehen ein Vorbild? Ja, Schweinsteiger. Schweinsteiger, was der, weil der so für mich auch das Bindeglied immer war, egal ob Nationalmannschaft oder Bayern oder wo er auch immer gespielt hat, das war für mich immer so eine Kampfsau, wirklich, muss ich sagen. Das war immer so eine, ja, er hat 110% gegeben und das war für mich immer so, wo ich sage, ja, so muss das aussehen. Auch positions, ja, gleich kann man ja fast sagen, ne? Du bist ja eigentlich der Schweinsteiger von TSV Siemens. Genau. Ja. Welches Spiel In hättest abgeflachter du, Form. welches Spiel hättest du gerne mitgespielt, was du vielleicht im Fernsehen gesehen hast oder im Stadion warst, wie auch immer? WM-Finale 2014. Argentinien, Deutschland. Das war für mich, wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, aber das war so für mich wirklich. Emotionen, Leidenschaft, Gänsehaut, das als Spieler, so ein Spiel zu gewinnen, das wäre sensationell. Also mehr geht, glaube ich, nicht. Hast du jemals von irgendeinem Fußballspiel geträumt oder von irgendeiner Situation, wo du nachts vielleicht sogar aufgewacht bist und oder irgendein Spielzug oder war Fußball jemals in deinen Träumen unterwegs? Ja, Fußball ist, ja, da ist ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben ist. Es ist natürlich wahrscheinlich auch teilweise im Traum mit dabei. Ja, ich verarbeite so ein Spiel schon teilweise auch dann im Traum, wo man sagt, oh, was hätte man besser machen können, was hätte man schlechter machen können. Und oft kommt dann so eine Situation, wenn man dann irgendwie eine Möglichkeit hatte, 100%ige Möglichkeit hatte und ein Spiel hätte entscheiden können, und man den in Live einfach nicht gemacht hat, dass man dann im Traum den dann macht und sagt, okay, da warst du dann die Goalgetterin und hast das Spiel entschieden. Hast du schon einmal Fußball über die Familie gestellt? Ja, ganz häufig. Damals erinnere ich mich noch, meine Oma hatte 60. Geburtstag, und da habe ich damals noch beim HSV gespielt und wir hatten noch ein Spiel. Und dann habe ich den 60. Geburtstag abgesagt, beziehungsweise bin halt später dann erst dazugestoßen, weil ich das Spiel mitspielen wollte, definitiv. Gab es denn zumindest die 3 Punkte? Ja, zum Glück ja. Das hat sich, glaube ich, Es gelohnt. hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kannst du dir vorstellen, später einmal vielleicht auch nebenberuflich Trainerin zu werden?
Ja, könnte ich mir wirklich vorstellen. Also so gerade so mit ja im Jugendbereich, wenn man jetzt so sieht, dass man das da einfach noch ja ausbaufähig ist, dass man da wirklich so ein bisschen noch was verändern könnte, den Grundstein sozusagen legen, das auf jeden Fall. Jetzt wird's gemein. Hast du schon einmal ein Training geschwänzt? Ich hoffe, mein Trainer guckt nicht zu. Nee, aber jetzt so ad hoc würde ich wirklich mit gutem und reinem Gewissen sagen, nein. Nee. Ja, wer sogar Familienfeiern absagt, Genau. vielleicht der Bruder. Nee, also wirklich, klar, da ich auch Mutter bin, ist es natürlich mit Kind auch nicht immer so einfach. Wenn ich wirklich konnte, habe ich es immer, war ich immer da. Verbindung war nicht mehr so gut. Jetzt kann ich die sehen, da. Natürlich guckt er zu, dein Trainer. Bleibt Na, Cambis 31-0-81. Ja, jetzt wusste ich natürlich nicht, dass du St. Pauli-Sympathisantin bist. Hatte nur folgende Frage aufgeschrieben: Wie sehr leidest du als ehemalige HSV-Spielerin mit dem HSV mit? da mein Herz eher für St. Pauli schlägt, wenig, muss ich gestehen. Also das ist so für mich, die haben es ja irgendwo auch selbst in der Hand, also jetzt nicht mehr, aber ja, deswegen da trifft mich das jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Also dann spiele ich lieber im Derby nochmal, bin froh, wenn sie nicht aufsteigen, und spiele dann lieber als St. Pauli-Fan nochmal im Derby und gucke mir das Derby an. Wobei ja vielerorts auch durch diese vielen Memes und Bilder, die da gerade kommen, der Eindruck entsteht, das Ding ist eigentlich durch. Aber ich glaube, Heidenheim muss ja nur verlieren. Und wenn der HSV so ein Heimspiel gewinnt, ist der HSV wieder auf 3. Also ist ja Ja, noch einiges drin. da ist noch alles drin, definitiv. Wer ist bei euch die Erste in der Kabine? Die erste in der Kabine. Ich würde sogar sagen, mit ich. Wir haben da so drei, vier Pappenheimer eigentlich, die gefühlt schon eine Stunde hätten eher da sein können. Also wir haben natürlich auch welche, die dann später dazukommen, aber wir mögen es einfach immer gerne, dann nochmal zu sitzen, sich spannend umzuziehen. Lena ist immer sehr früh da. Lini, unsere zweite Kapitänin, die ist auch immer sehr früh da. Da gibt es immer so einige, die dann sehr früh sich da einfinden und sagen, auch dann quatschen wir nochmal da eine Runde. Weißt du, Frauen brauchen wir immer ein bisschen länger, ne? Bis die Haare sitzen und allem Pipapo. Da lassen wir uns dann gerne Zeit, doch. Wer braucht denn in der Kabine am längsten? Am längsten, ohne jemanden in die Pfanne zu hauen, aber es ist eigentlich auch Lini, bis, ja, Lini, Fancy braucht auch gerne mal lange, bis dann so die letzte Strähne sitzt und so. Also ja, das sind so die beiden, die mir jetzt so ad hoc einfallen würden. Wobei man auch immer sagen muss, da ist ja viel Klischee, denkt man immer dahinter. Aber was sich aus den anderen Insta-Lives schon ergeben hat, dass auch bei den Jungs durchaus der ein oder andere schon, ich will jetzt nicht von Stunden sprechen, aber sich schon die Zeit in der Kabine am Ende noch um die Ohren haut. Das muss man auch fairerweise sagen. Wer ist denn bei euch Kabinen-DJ? Kabinen-DJ, das macht Sophie und Nause. Jetzt Ronja macht das teilweise auch. Die drei teilen sich das eigentlich so ein bisschen. Je nachdem, ja, auf was wir dann gerade Lust haben oder so, legen die dann die richtigen Lieder auf für uns. Das machen die auch echt gut. Frage natürlich nicht ohne Hintergrund, denn wir haben auf Spotify die Turmhöfen-Kabinen-Playlist, wo jeder Gast bei uns drei Songs raufpackt, die er oder das Team vor dem Spiel, wie auch immer, hört, sei es auf der Fahrt oder in der Kabine, um sich richtig hochzufahren. Welche drei Songs würdest du darauf packen? Also was bei uns in der Kabine ein Muss ist, ist von Kontra K, Erfolg ist kein Glück. Das hören wir eigentlich immer vor jedem Spiel in der Kabine. Ist für mich immer noch mal
ja, das treibt einen hoch, das fixiert einen, da legt man dann den Fuß und dann will man nur noch raus und loslegen. Das ist so mein Lied auch wirklich. Nach dem Spiel bei uns immer muss Copacabana, das ist so ein Klassiker bei uns, das hören wir Frauen eigentlich immer. Und was haben wir denn da noch so? Ja, jetzt momentan haben wir immer gehört, so zum Schluss, Werner, ich drehe die Würstchen um, war auch immer ganz groß bei uns. Wirklich, also ja. Okay, dann Dann, packen da wir lässt die sich das drei gut zum Songs, Sieg packe ich feiern. gleich auf die Spotify-Liste. Copacabana, von wem ist das? Du stellst gute Fragen. Müsste ich gucken. Gleich mal rausfinden. Wie gesagt, Copacabana. ich bin nicht der DJ bei uns. Werde ich auf jeden Fall kurz notieren und mal Ja. gleich recherchieren. Das könnt ihr euch natürlich anschauen und anhören, vor allem auf Spotify Turmhöfen Kabinen Playlist. Da gibt es dann auch noch dieses Interview. Das wird dann Ende der Woche auch nochmal auf Spotify hochgestellt, aber nicht auf der Playlist, sondern dann auf unserer Podcast-Seite. Falls ihr noch Fragen habt an Tara, könnt ihr die jetzt schnell sprechen. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde hier live. Unfassbar. Eine Frage ist auf jeden Fall tatsächlich über den Mannschaftsaccount von euch gestern schon reingekommen. Was war der schlechteste Elfmeter, den du jemals geschossen hast? Ja, damit werde ich leider immer noch aufgezogen. Das war Pokalspiel in Flensburg, wo ich ja den Elfmeterschießen durfte. Ich würde sagen, ich habe in Rasen getreten. Es wäre aber eine Lüge, weil wir auf Kunstrasen gespielt haben. ja, ich habe ihn auf jeden Fall sehr schlecht getreten und mein Trainer hat gesagt, wenn dann ein kleiner Hügel gewesen wäre, dann wäre der wieder zurückgerollt, der Ball. Also ja, das war eher so ein leichter Rückpass anstatt ein Elfmeter. der ist mir ziemlich misslungen, ja. Und dann direkt in die Arme von der Torfrau. Ja, also wenn der überhaupt so hoch in die Arme kam, muss man sagen. also der war ja sensationell schlecht, muss man leider sagen, aber. Aber um den Kreis zu schließen, auch ein Bastian Schweinsteiger hat schon Elfmeter in seiner Karriere Siehst du, geschossen. das beruhigt mich. Ich habe mir nochmal neulich den Film angeguckt von Til Schweiger, der den jetzt gedreht hat. Der ist echt cool. Okay. Da wird auch tatsächlich eine große Phase des Films, wie beschrieben wird, wie er gegen Chelsea den Ball an den Pfosten setzt. Ja, War ich habe schon mir mal letztens interessant. die Dokumentation von Schweinsteiger angeguckt. Auch sehr sehenswert. Also sehr emotional, muss ich sagen. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja, und Ja. sehr coole Podcast-Folge hier im Turmhöfen Live mit dir. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also wie gesagt, für alle Beteiligten, dieses Interview bleibt hier auf Instagram gespeichert, kann man sich also weiterhin angucken und wir packen es noch zu YouTube und zu Spotify. Und ansonsten habe ich hier nichts mehr. Ich gucke nochmal in die Fragen. Ich glaube, da haben wir auch alles abgearbeitet. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich wünsche dir und dem Sehr Team alles gerne, ich Gute danke. und bin sehr gespannt. Wir werden das weiter verfolgen, wie das dann, wenn es irgendwann weitergeht, dann Ja. der Oberliga weiter von euch gerockt wird. Bin ich sehr gespannt, so, ob das so passiert. Ja. Wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Tara, vielen Dank, alles Gute, bis bald. Ich danke dir, für dich auch. Ciao. Danke. Tschüss.